Ja, Werder spielt erneut 1:1 zum fünften Mal in Folge, aber dieses Mal freuen wir uns richtig doll. Es ist wie ein Sieg! Wie Genau. ein Sieg! Denn in München gegen das beste Team in Europa, auf der Welt, haben wir einen Punkt geholt mit dem 1:1. Mega geil. Moin, Ja. Leute. Ja. 1:1 gegen Bayern München. Was ist los in dieser Welt? Geil! Ja, richtig geil. Also wirklich Ja. wie ein Sieg eigentlich. Und herzlich willkommen jetzt hier damit zur Analyse. Ja, Ja. also 1:1 gegen München, wir waren sogar in Führung und hätten das Spiel auch irgendwo tatsächlich gewinnen können. Ja, wir reden jetzt erstmal über die erste Halbzeit. Am Anfang hatten wir schon mal eine gute Chance. Dann hat sich Werder ein bisschen zurückgezogen, dann wieder nach vorne gespielt, auch ein bisschen mehr am Mann gegangen und wir haben uns eigene Chancen rausgespielt. Ja, also das war Ja, richtig also wirklich, gut. das war ein richtig gutes Fußballspiel. Bayern hatte irgendwie gar keine Mittel gegen uns. Wir haben genau die Räume dicht gemacht, die Bayern gerne bedient. Wir haben sogar die Laufwege von Müller zugestellt. Und Müller geht bekanntlich die Wege, die eigentlich sonst kaum ein Fußballer geht, weil die echt, ja, es in sich haben. Und ja, also ich weiß nicht, ich kann in der ersten Halbzeit eigentlich nichts Negatives finden. Super Verteidigungsarbeit auch nach vorne gegangen, in die Räume dazwischen. Immer mal wieder so kleine Sprints angesetzt, so kleine Giftspritzen in die Mitte gespielt. Und auch wenn beispielsweise die erste Aktion von Sargent abseits war, das war auch so eine Giftspritze, wo Bayern aufpassen musste, boah, was passiert hier eigentlich? Oder den ersten Angriff des Spiels hatten auch wir, wo Ja. wir wirklich sofort schnell gespielt haben und Bayern wusste gar nicht, gegen wen spielen wir hier, gegen Barcelona oder gegen Werder. Also das war wirklich unglaublich und ich habe noch nie so eine gute Halbzeit gegen Bayern seit Jahren gesehen. Wirklich seit Jahren. Und ich bin jetzt auch Ja. schon länger Werder-Fan in meinen 24 Jahren. Aber wirklich, ich habe noch nie so eine stabile Halbzeit gesehen. Seit Ja, Jahren. Wirklich seit Jahren. ja, Und ja. ich ärgere mich, dass wir nicht in Bayern, in München dieses Spiel im Stadion sehen konnten wegen Corona. Ja, also in den letzten 3 Jahren waren wir zweimal in München, dann haben wir zwar verloren, aber dieses Spiel haben wir noch lieber gesehen, immer wenn wir das Spiel in München gucken, führt Werder gegen Bayern. Ja, es war auf jeden Fall richtig gut. Werder hat vor allem im Zentrum richtig gut die Defensive gehalten, also da ging gar nichts. Bayern musste immer wieder auf die Flügel ausweichen, dann kam eine Flanke. Und da hatten wir Toprak und Friedel, die beiden haben uns auch richtig gut gefallen. Die haben so viele Bälle rausgeklärt und die defensive Stabilität klar gemacht. Groß auch einen guten Job gemacht, immer wieder zurückgezogen in die Innenverteidigung im Defensivspiel. Ja, und dann, genau, du hast ja schon die Chancen erwähnt. Bittencourt mit einer ganz unglücklichen Situation, der war nämlich eigentlich frei. Der Ball ist sogar auf dem Boden war auf dem Boden und hatte nicht viel Tempo und dann musste er ihn eigentlich nur Volley reinschießen, aber er kriegt ihn nur ins Außennetz. Also er müsste ihn zumindest aufs Tor bringen, aber ja, leider nicht das 1:0 da. Und dann hatte Sargent nochmal eine Chance, war zwar abseits, aber trotzdem war das nicht ganz so glücklich. Denn auch den, da hätte Werder schon in Führung gehen können, auch wenn es natürlich in der Situation dann abseits war im Nachhinein. Nichtsdestotrotz hätte Werder da schon in Führung gehen können. Ja, aber dann kam das 1:0 letztlich von Eggestein. Sargent setzt sich rechts außen gut durch, passt dann auf Eggestein, der mit dem schwachen Linken auf die lange Ecke. Neuer macht los. 1:0. Ja, genau. Also wirklich klasse. Auch das Tor klasse. Ja. Ja, mit dem Halbzeitpfiff ging es dann mit dem Treffer ging es dann auch sozusagen in die Pause. Ja, und dann kam, ja, so ich glaube, 65. Minute circa kam dann der Ausgleichstreffer. Ja, war einfach eine Flanke von Bayern, weit reingeschnibbelt. Und dann kam Coman zum Ball, konnte ihn reinköpfen. Und da, ja, Selassie verpasst ihn leider im Kopf und sein tschechischer Kollege im Tor, Pavlenka, müssen wir da leider mal negativ erwähnen, denn er springt da schon viel zu früh und dadurch lässt er die lange Ecke komplett offen und kann den Ball von Coman nicht parieren. Ja, genau. Und er springt auch unnötig, weil Gebre Selassie springt ja schon. Und er ist nicht der letzte Mann, sondern er ist Ja. der vorletzte Mann. Und da war auch kein Bayern-Spieler, der irgendwie in Gebre dem Moment, wo er Selassie. gehüpft ist, köpfen konnte, Ja. sodass er den dann so Und abfangen kann, ja, abfangen und kann. genau. Und er hätte wirklich sehen können, dass Gebre Selassie dort reinspringt. Und eigentlich hätte er auch wissen können, einfach aus der natürlichen Physik heraus, dass dort, wo Coman hinkommt, der Ball nicht viel Schwung aufnehmen kann. Ja. Und ich, klar, solche Gedanken, physikalische Gedanken hast du nicht, aber du berechnest ja automatisch als Mensch. Und wenn er stehen bleibt, hat er den. Bin ich mir ziemlich sicher. Ja, Ja, ist ein Fehler ja. gewesen von Pavlenka.
Und das Bayern-Pressing in der zweiten Halbzeit ging dann auch weiter. Sie haben auch gute Einwechslungen getätigt. Also die ganze Champions League-Elf kam rein. Gut, Sané durfte in letzter Zeit Champions League spielen, aber Gnabry, Sané kam rein. Goretzka wurde auch in der ersten Halbzeit eigentlich schon eingewechselt. Choupo-Moting wurde eingewechselt. Also Bayern hat da wirklich Vollgas gegeben und viele Offensivwechsel gebracht. Xhökezé wurde, glaube ich, auch noch gebracht, ne? Zum Ende. Ja, aber ich weiß nicht, ob sie den Wechsel zurückgezogen haben. Ich habe den nicht mehr Ach gesehen. so, ah, stimmt, das kann auch sein. Auf jeden Fall Bayern wirklich alles nach vorne geschmissen. Ja, und dann ab der 70. Minute hat Werder auch wieder mehr mitgespielt und viele Konter gesetzt. Und dann war da einmal eine Situation, da war Sargent komplett frei vor Neuer und auch ein Rashica war mal frei vor Neuer in der zweiten Halbzeit. Und das hätten auch Dinger sein können, die reingegangen wären. Ja, Deswegen eigentlich hätten sie auch reingehen. Ja, müssen teilweise, müssen weiß ich ja. nicht. Okay, müssen ist vielleicht zu viel, aber Beides sie Rechtsfüßer. hätten gefährlich werden müssen. Ja. Und keiner der beiden Bälle ist gefährlich geworden. Rashicas Ball schon gar nicht. Aber Sargents Ball, der ist alleine vor Neuer und er schießt aufs kurze Eck. Das ist für mich nicht nachvollziehbar. Und da habe ich auch kein Mitleid oder kein Verständnis dafür. Das ist nicht nachvollziehbar, wie du so einen Ball aufs kurze Eck bringen kannst, als Stürmer. Ja, Das vor allem geht nicht. Neuer stand schon auch in der Das geht kurzen nicht. Ecke. Also Das sie geht musste nicht. wirklich nur in die lange Ecke Ja, zielen. es geht nicht. Das geht nicht. Das geht Ja. nicht. Kommen wir zu den Flops des Tages, würde ich sagen. Ja, und das ist nämlich auch die Chancenverwertung, weil wir gerade drüber reden. Ja, wir haben die zwei Chancen, Riesenchancen in der zweiten Halbzeit erwähnt, auch in der ersten waren schon ein paar dabei, die wir reinmachen mussten. Aber da wollen wir jetzt auch keine großen Spieler bemängeln, weil Sargent hatte auch viele gute Aktionen, auch Bittencourt hatte immer wieder gute Aktionen. Aber ja, gut, für mich wäre, wenn dann ein Flop da gewesen wäre, vielleicht sogar heute mal Bittencourt oder vielleicht sogar mal Pavlenka. Aber wie gesagt, das sind keine Totalausfälle gewesen, deswegen kann man das auch so nicht erwähnen. Ja, deswegen einfach heute die Chancenbewertung. Ja, genau. Habe ich nichts hinzuzufügen, deswegen fange ich mit den Tops an. Ja. Wir haben es ja auch schon erwähnt, Friedl war heute einfach der Top-Spieler auf dem Platz. Der ist auch motiviert gewesen als ehemaliger Bayern-Jugendspieler und er ist einfach in die Leute reingeflogen, also auf den Ball, er hat die Leute nicht gefoult, sondern er ist wirklich in jeden Zweikampf gegangen, hat die auch gewonnen, ist reingesprungen, der hat sich eingesetzt, das war eine Kämpfernatur, der hat Bälle, Konter eingeleitet. Für mich heute der beste Mann auf dem Platz und ja, da, wenn der immer so spielt, hat er eine Stammplatzgarantie aus meiner Sicht. Ja, und auch Rashica finde ich persönlich richtig stark gespielt. Ja, also das war auf jeden Fall, also ihm hat die Länderspielpause richtig gut getan. Er war wieder alte, hat Tempospiel im Konter mitgebracht. Gut, Abschlüsse haben jetzt nicht so viele von ihm gesehen, hat er aufgelegt, aber seine Flanken waren richtig butterweich. Vor allem in der ersten Halbzeit war er sehr, sehr auffällig und immer im Konterspiel beteiligt und maßgeblich ja auch dafür verantwortlich, dass sie erfolgreich waren. Ja, in der zweiten Halbzeit dann nicht mehr so viele Aktionen. Also, wie gesagt, einmal leider diese schlechte Aktion eher da, wo er den Ball dann nicht reingemacht hat. Ja, aber ansonsten, wie gesagt, die Innenverteidiger Friedel und Toprak heute überragend, die die Mitte dicht gemacht haben. Ja, Toprak wirklich Kopfbälle reingesprungen, wie Friedl. Auch als in der ersten Halbzeit war das, glaube ich, als sich dieser Musiala da durchgeschlängelt hat durch die Werder-Abwehr, Ja. war Toprak der Mann, der sich mit dem Bein noch irgendwie reingekämpft hat und den Ball zur Ecke geklärt hat. Unglaublich akrobatisch und er hätte da wirklich auch einen Elfmeter dafür bekommen können, wenn er da nur eine Millisekunde zu spät kommt. Und er kommt da wirklich perfekt und Toprak und Friedl. Das war heute wirklich die perfekte Abwehrkombi. So eine gute Abwehr habe ich bei Werder schon lange nicht mehr gesehen. Und wir wissen, dass Gebre Selassie und Augustin so gute Verteidiger sind. Da müssen wir nicht drüber reden. Ja. Aber die Innenverteidigung war immer so ein Problem. Auch das letzte Spiel mit Moisander, der hatte ein paar Spiele diese Saison schon richtige Ausfälle, wo er einfach vergessen hat, dass er Innenverteidiger ist und sich nicht umgeguckt hat und Ja. ganz komisch gespielt hat. Und das war heute wirklich Friedl, Toprak. Das war wirklich ein Top-Duo. So eine gute Innenverteidigung habe ich auch sehr, sehr lange nicht gesehen. Ich bin maximal begeistert von diesem Spiel, das mal jetzt so langsam zur Zusammenfassung zu kommen. Ja. Werder hätte gewinnen können. Ja, nicht müssen, das ist übertrieben, Werder aber hätte ja. gewinnen können und Bayern hätte ebenso gewinnen können. Ja. Und deswegen ist das 1-1 so in Ordnung und wir können so glücklich sein, mit Werder 1-1 gegen die beste Mannschaft der Welt gespielt zu haben. Also ich bin wirklich komplett begeistert. Klar, der Sieg, wir haben uns so, wenn ihr euch die Highlights nochmal anschaut, wir haben uns so zusammengerissen, weil wir echt gedacht haben, 1-0, komm, ihr haltet das. Und ich war Ja. wirklich komplett daneben, aber das 1-1 geht in Ordnung, Leute. Und das Schlusswort aus dem Stream lege ich euch gerne auch nochmal ins Herzen von Alex. Jo, in dem Sinne, ich verabschiede mich, damit wir hier noch das Video unter 10 Minuten kriegen. Das ist ein bisschen zu lang. War richtig geil. Wir haben einen Punkt gegen Bayern geholt. Also das ist sensationell.
Und ja, wir sehen uns dann am nächsten Stream nächste Woche. Schaltet wieder ein zum nächsten Spiel gegen Wolfsburg. Ciao. Ciao.